Du machst etwas, wo du genau weißt, dass es dir nicht gut tut, aber du machst es trotzdem. Damit ist ab heute Schluss. Guten Morgen! Rauchen, ungesunde Sachen essen, in einer Beziehung verweilen oder eine Arbeit machen, die man eigentlich nicht mehr möchte. Jeder kennt das. Und heute werde ich dir Zusammenhänge aufzeigen, die mit Sicherheit den ein oder anderen Aha-Effekt in dir auslösen und dein Leben verändern werden. Negative Konsequenzen deines Handels können kurzfristig sein, aber viel gefährlicher sind die, die langfristig dein Leben versauen. Das Essen eines Steaks, das Rauchen einer Zigarette und auch das mal auf die Zähne beißen und mal irgendwo anpacken, wo man eigentlich keinen Bock drauf hat, das ist nicht schlimm, zumindest gesundheitlich. Im Gegenteil, das stärkt sogar die Toleranz, physisch wie psychisch. Aber wenn du etwas als nicht gut betrachtest und das dauerhaft in dein Leben integrierst, dann hat das schwerwiegende Konsequenzen und kann zu einer Kette destruktiven Verhaltens führen, was dazu führt, dass du irgendwann deine Gesundheit rauchst. Es ist nicht nur mehr das Glas Milch oder das Stück Käse, sondern auch der damit einhergehende andauernde Ärger, Selbsthass und auch Schuldgefühle. Aber als wären wir alle Maschinen, die sagen, das ist nicht gut, das mache ich nicht mehr. Sind wir auch nicht. Die Wahrheit ist, dass solche selbsterkannte, selbstbenannte, falsche Verhaltensweisen in uns allen existieren. Das ist eigentlich ein Teil dessen, was uns auch macht, zu dem wir, was wir sind, Menschen. Wir sind keine Maschinen. Wir werden heute in einem ersten Teil betrachten, wie wir offensichtlich destruktive Verhaltensweisen ändern. Aber wir werden heute auch erstmalig einen Schritt weitergehen. Und das macht das Video besonders interessant und erkennen, dass wir oft denken, dass wir gute Verhaltensweisen haben, diese aber nicht gut für uns sind. Und um dann daraus ebenfalls interessante Ansichten zu entwickeln. Das Video baut chronologisch Stück für Stück ein Verständnis für dich selbst auf und am Ende des Videos, wenn du alles geschaut hast, wird etwas Erstaunliches mit dir passieren. Fangen wir an. Wir haben zwei Ichs, die unsere gesamten Handlungen bestimmen. Und wir können lernen, diese beiden Ichs zu kontrollieren. Wir kennen das alle. Du hast zwei Möglichkeiten. Du weißt, welches die richtige ist und was die falsche Möglichkeit für dich und dein Wertegefüge. Du nimmst manchmal trotzdem das Falsche. Warum eigentlich? Das liegt eben daran, dass wir alle zwei Identitäten haben. Ja? Wir sind eigentlich alle schizophren. Wir haben ein bewusstes Selbst und wir haben ein automatisches Selbst. Beide beeinflussen unsere Entscheidungen. Das automatische Selbst, das wirkt ohne unsere direkte Kontrolle. Es ist das, was dich steuert, wenn du ohne nachzudenken im Kino eine Tüte Popcorn kaufst. Weil es eben dazugehört. Es ist das, was beim Autofahren die Kupplung tritt, wenn du schalten willst. Und es ist das, was oft vollkommen belanglose Gespräche führt. Willkommen, automatisches Selbst. Das bewusste Selbst hingegen verwendet rationales Denken und Vernunft. Wenn du dich zum ersten Mal für ein neues Verhalten entscheidest, dann ist dein bewusstes Selbst dafür verantwortlich. Normalerweise, wenn du etwas tust, was du bereust, liegt das daran, dass dein automatisches Selbst die Kontrolle gehabt hat und dein bewusstes Selbst die langfristigen Konsequenzen nicht in diesem Moment hervorgeholt hat. Du kaufst Popcorn ohne nachzudenken. Oder nachzudenken, was es mit dir langfristig macht. Du isst Fleisch, trinkst Milch, ohne nachzudenken. Hast du schon immer so gemacht. Aber du bleibst auch in einer Beziehung, weil deine Werte und deine Überzeugungen, die nicht einmal von dir selbst kommen, sondern häufig von der Gesellschaft und deiner Umwelt, dir suggerieren, dass man A. einfach nicht eine selbstschädliche Beziehung beendet und B. nur eine Liebesbeziehung eingeht. Obwohl, wenn du dein bewusstes Selbst mal befragst, eventuell ganz andere Verhaltensweisen existieren. Eventuell. Das muss natürlich nicht sein. Jeder Mensch und auch jedes rationale Ich, jedes bewusste Selbst ist anders. Aber ich kann auch deutlich aus meiner Arbeit erkennen, dass sehr viele Menschen zum Beispiel auch in einem Arbeitsverhältnis feststecken aus einer Dominanz des automatischen Selbst. Bewusst selbst, ich müsste eigentlich kündigen. Bewusst selbst, ich müsste mich eigentlich gesünder ernähren. Was bedeutet das? Wenn du ein schlechtes Verhalten überwinden möchtest, musst du dein automatisches Selbst auch mal stoppen können. Es ist dafür
nützlich, das bewusste Selbst zu stärken und nicht nur das automatische Selbst zu schwächen. Das ist gut und wichtig, das automatische Selbst. Das bewusste Selbst muss dominanter in dein Leben werden. Es muss sich was ändern. Und das Wichtige zu erkennen ist, dass unser Gehirn sich physisch verändern kann. Und du kannst bestimmen, wie sich dein Gehirn entwickelt und wie es dein Verhalten beeinflusst. Unser Gehirn baut ständig neue Zellen und neue Netzwerke. Und in der Tat wurde vor kurzem entdeckt, dass Lernen tatsächlich das Wachstum neuer Zellen verursacht. Also wenn ich mich bewusst dafür entscheide zu lernen, wachsen neue Zellen. Unser Verhalten, die Entscheidung, beeinflusst das Gehirnzellwachstum und die damit verbundene Gehirnfunktion. Wenn du wiederholt eine Aktion ausführst, wachsen auch deine Nervenzellen mehr und mehr ineinander. Simplifiziertes Beispiel, ich gehe einkaufen, Nerv A. Wenn ich einkaufen gehe, kaufe ich nur gesunde Sachen, Nerv B. Umso häufiger du das machst, A und B, umso mehr wird es zur Gewohnheit, die Nerven A und B verbinden sich zunehmend. Und wenn wir gute Gewohnheiten entwickeln, gesund einkaufen, ersetzen wir schlechte Gewohnheiten, ungesund einkaufen. Das automatische Selbst wird plötzlich ein Abbild des bewussten Selbst. Clever, oder? Okay, gehen wir noch einen Schritt weiter. Bis hierhin könnte ich mir vorstellen, gehst du noch mit mir mit. Und eventuell, wenn du aufmerksamer Zuschauer dieses Kanals bist, nichts Neues. Aber es gibt automatische Gewohnheiten, die wir für gut halten, obwohl sie eindeutig schädlich sind. Eines davon ist die Beurteilung, dass wir für gute Dinge, die uns widerfahren, uns selbst verantwortlich machen. Aber Dinge, die nicht gut laufen, das Schicksal. Oder sagen, man kann sie eben nicht beeinflussen. Wenngleich es natürlich wirklich Dinge gibt, die man nicht beeinflussen kann, so zieht man sich oft aus der Verantwortung mit interessanten Begründungen, die dann zu selbstzerstörerischen Verhalten führen. Ein Beispiel. Eine Frau mustert jeden Mann, und natürlich auch andersrum, aber wir sind jetzt bei dem Beispiel eine Frau, sie mustert jeden Mann offensichtlich mit sehr kritischen, abfälligen und auch einem sehr taktlosen Blick, als würde da ein Stück Fleisch vor ihr stehen. Sie rechtfertigt sich damit und ihr Verhalten, dass sie sagt, ich bin eine schöne und intelligente Frau und da kann ich mir die Männer aussuchen. Diese Argumentation scheint logisch. In unserer Gesellschaft ist es tatsächlich so, dass man als schöne und intelligente Frau tatsächlich eine ziemlich große Auswahl hat und eher so der Typ ist, der nur auszuwählen braucht. Aber, dass man durch dieses arrogante Verhalten eben niemals einen Mann bekommt, den man sich wünscht, realisiert man gar nicht. Weil ein sensibler und intelligenter Mann, einen Femdom-Fetisch mal ausgeschlossen, niemals sich so respektlos behandeln lassen würde. Die Frau denkt aber, dass sie einfach nur Pech hat, liest ein Meditationsbuch, nimmt ihr Schicksal an, sagt, okay, ist mein Schicksal, ist so, ich bleib trotzdem mir selber, alles gut. So. Diese Verhaltensweise ist destruktiv. Wenn Menschen denken, als Gegenbeispiel, um das zu verdeutlichen, dass sie zum Beispiel, wenn sie beruflichen Erfolg haben, dass sie die Karriereleiter hochsteigen, da denken sie automatisch, ich habe gute Arbeit geleistet und nicht, ich habe einfach Glück gehabt in einer wachsenden Branche mit einem unterstützenden Arbeitsumfeld. Aber es gibt Dinge, die können wir nicht beeinflussen, die kommen nun mal. Interessanterweise profitieren die meisten glücklichen und zuversichtlichen Menschen von der selbstsüchtigen Tendenz zu glauben, dass sie ihr Glück und ihr Verhalten verdient haben. Das kann jedoch schädlich sein, wenn es die Realität verzerrt. Ja, es gibt eine Realität außerhalb der unsrigen Realität. Ich nehme das einfach jetzt hier mal an. Ich spreche da aus Erfahrung. Wenn jemand zu selbstsicher wird, wenn jemand so unglaublich überzeugt in seinen Fähigkeiten ist, dann hört er auf an sich zu arbeiten. Und wir neigen dazu, alles zu ignorieren, was uns nicht nützt. So funktionieren wir. Unser Glaube fokussiert immer nur auf die positiven Dinge, auf unsere Stärke und stärkt sich immer weiter, was ganz gut sein kann. Die Realität sieht aber manchmal tatsächlich anders aus. Und wenn dann die Situation eintritt, dass man von der Realität eingeholt wird, und das passiert manchmal, wenn der Laster einem überfährt, dann ist man überfordert. Man kann entweder erkennen, dass man falsch lag, dass man sagt, okay, ich bin untouchable, und daran arbeiten, neue Verhaltens- und Denkstrukturen zu entwickeln, wie im ersten Teil geschildert, oder man macht eben das Schicksal dafür verantwortlich und behält destruktive Verhaltensweisen ein Leben lang bei und macht sich selbst etwas vor. Und das führt eben dann zu unterdrückten Emotionen. Ich erkenne das wunderbar in meinem Umfeld, gerade im alternativen Bereich. Man ist zum Beispiel mit einer Situation nicht einverstanden, aber man kommuniziert es nicht, sondern man verdrängt die Situation, indem man
ja, eine durchaus sinnvolle Aussage. Wie? Man muss es eben annehmen, wie es ist. Pervertiert, weil man es eben nicht annimmt. Man sagt das, aber man nimmt die Situation nicht an, sondern man verdrängt sie. Beispiel: Meine Freundin stirbt. Ich kann dann sagen, man muss das so annehmen, wie es ist. Und ja klar, das ist scheiße, aber das Leben geht weiter. Bis dann, alles richtig gut, von außen sieht das ganz, ganz top aus. Aber wenn dann kein Annehmen erfolgt und die Energie der Trauer keinen Raum gelassen wird, wenn sie denn da ist, ne, das muss man auch dazu sagen, führt das dazu, dass Emotionen an anderer Stelle wieder herauskommen. Ich kann das, wie gesagt, wunderbar in meinem Bekanntenkreis beobachten. Einige Menschen belügen sich chronisch. Chronisch. Manchmal offensichtlich, indem sie einfach immer wieder in die Abwehr gehen. Andere, und darauf möchte ich dich ganz explizit hinweisen, weil du vielleicht genauso reagierst. Andere, wenn man sie darauf anspricht, reagieren perfekt. Sie denken nach, warten einen Moment, sagen, interessant, ja, da könnte was dran sein. Ich muss mich da selber noch stärker reflektieren. Danke. Einfach um den Anschein zu wahren, sie würden darüber nachdenken. In Wahrheit passiert gar nichts, sie haben nur gelernt, was sie tun müssen, um sich selber zu belügen. Emotionen werden nicht verarbeitet. Negative Emotionen wie Angst, Wut und Schuld können uns in ein selbstzerstörerisches Verhalten treiben, wenn wir versuchen, diese Gefühle zu unterdrücken, zu überspielen oder einfach nicht anzuerkennen. Und dann kommen sie einfach woanders raus. Und wer klug genug ist, der biegt sich das an dieser Stelle auch wieder zurecht. Darf ich vorstellen, vor dir steht einer der größten Zurechtbieger der Welt. Ich kann mir alles schönreden und ich kann mir alles zurechtlegen. Und das kann Sinn machen. Das kann gut sein. Ist es oft auch gut. Aber wenn es um Dinge geht, die ich tatsächlich mit meiner Energie nicht beeinflussen kann, dann nicht. Es gibt physische Dinge, die real existieren, die aber nicht verarbeitet wurden. Auf meine persönliche Geschichte habe ich ja schonungslos in meiner Biografie Endlich Frieden ganz konkret auch schon Stellung genommen. Solltest du das Buch noch nicht gekauft haben, ist meine absolute Empfehlung. Da ist alles drin, was ich in 40 Jahren als Quintessenz meines Lebens dir weitergeben kann. Du, ich, jeder sollte Emotionen nicht als etwas Schlechtes ansehen. Nur weil es zum Beispiel für einen Mann als schwach gilt, zu weinen, sollte man es nicht unterdrücken. Emotionen können nicht falsch sein, da sie nicht auf Vernunft basieren sollen. Verhalten, Gedanken oder Handlungen können falsch sein, immer im Sinne des eigenen Egos und auf der Ebene, wo sich dieser Kanal befindet. Ne? Für die Metaebene bitte einfach einen Kanal weiter zur War Illusion. Ne? Gefühle sollen natürlicherweise nicht auf Vernunft basieren, weil sie ein Ventil sind für Dinge, die wir energetisch verarbeiten. Es gibt Experten darin, seine Gefühle chronisch zu unterdrücken und zu ignorieren. Das gilt in einigen Religionen und Kulturen sogar als Ideal. Das wird dich krank machen. Chronisch. Und es wird immer schwerer, diese neuronalen Netzwerke zu durchbrechen. Wenn du denkst, dass deine Emotionen falsch sind, führt dies zu selbstzerstörerischen Verhalten. Und das ist darauf zurückzuführen, dass unsere beiden Selbst, das Automatische und das Bewusste, nicht miteinander kommunizieren, nicht ehrlich. Unser bewusstes und automatisches Selbst gibt uns manchmal widersprüchliche Ratschläge, die uns verletzen können. Wie eingangs erwähnt, weiß das bewusste Selbst, dass eine Aktion falsch ist, aber das automatische Selbst tut es trotzdem. Und jetzt kommt es. Das ist nicht immer schlecht. Wut kann zum Beispiel eine gute Sache sein, wenn du dich damit schützt. Es kann zudem deine Tapferkeit und dein Selbstbewusstsein steigern. Auch wenn es falsch ist, wenn du bewusst darüber nachdenkst. Was ist denn nun das Rätsel der Lösung? Fuck! Gut! Automatisches Selbst immer mit rationalem Selbst überdecken, wie in Teil 1 dieses Videos? Nein! Die Natur weiß eben manchmal besser, was gut für uns ist, als unsere Vernunft das je tun könnte. Wir müssen einfach nur unsere verstandesmäßigen Grenzen anerkennen. Wir müssen kritisch bei Dingen, die von unserer Vernunft ganz klar als schädlich eingestuft werden, intervenieren und neue neuronale Netze aufbauen. Also dann ja überlagern. Zeitgleich auch automatisierte Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Emotionen, die nicht auf dem Verstand beruhen sollten, zulassen dürfen. Auch wenn unser bewusstes Selbst, das in erster Instanz, das als schädlich anerkennt.
das macht er aber nur, weil das bewusste Selbst seinerseits auch automatischen Verhaltensweisen unterliegt. Und dann kommen wir an den Punkt, an den ich dich gerne führen würde. Zu erkennen, wie kraftvoll unser bewusstes Selbst sein kann. Aber dass diese Kraft sinnvoll einzusetzen und demütig anzuerkennen ist. Auch, dass diese starke Waffe bei Falschgebrauch gegen uns eingesetzt wird. Werde dir bewusst, dass du extrem viel erreichen kannst, dass du genau die Person sein kannst, die du werden willst. Aufgrund der Neuroplastizität und dem Aufbau neuronaler Netze. Aber achte dabei darauf, dass du dich nicht wieder deiner Natur designst. Du hast nun das Handwerkszeug, das Verständnis und einen größeren Blick darauf. Mit Achtsamkeit, Offenheit und guten Freunden wirst du kein Problem haben, auch die nicht offensichtlich falschen Lebensweisen deines automatischen Ichs herauszufinden. Ich wünsche dir alles Liebe, viel Erfolg beim Angehen deiner Ziele. Und wenn du noch mehr darüber wissen willst, dann schau dir auch gern noch meine anderen kostenlosen Videos zum Thema neuronale Netze an oder kauf dir mein Buch und unterstütze mich. Ich wünsche dir alles Liebe, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Dein Samu.